Ich bin der Oliver Bürgi. Wir sind hier auf dem Probstenberg, auf 1100 Meter über Meer, im Bezirk Moutier. Ich tue hier Bauern mit meiner Familie. Wir haben Rothirsche auf 17 Hektar Gelände. Wir tun unsere Tiere selber schlachten und das Fleisch direkt vermarkten. Ich bin aufgekommen, weil wir jetzt mit der Wildsaison anfangen, im Restaurant Neumühle, Moulin Neuf in Roggenburg. Und ich von Bürgis der Hirsch beziehe. Ich komme eigentlich am liebsten gerne selber Fleisch holen, damit ich weiss, woher ich das auch habe. Ja, jetzt könntet ihr nachher direkt in die Küche gehen. Mir natürlich, aber zuerst noch die kleine Wanderung machen. Und ich wünsche euch hier viel Spass. Willkommen bei uns im Lützeltal. Hier in der Nähe von Kleinlützel, wo die Lützel durchfließt, sind wir in einer Enklave von Solothurn. Unsere Wanderung von hier an führt von Kleinlützel über den Ritzigrund Basel-Land nach Neumühle, Moulin Neuf im Kanton Jura. Speziell an dieser Wanderung ist, dass man durch verschiedene Kantone kommt. Man fährt hier mit Solothurn, geht über Basel-Land bis am Schluss im Jura landen. Man hat das Gefühl, wenn man die Wanderung macht, man geht durch sehr viele Zeitzonen. Man geht eigentlich wie aus der Zeit raus. Ja, zufällig finden wir hier auf unserer Wanderung gerade einen ersten richtigen Grenzstein. Hier steht KS, das heisst Kanton Solothurn. Und hier auf der Rückseite haben wir Kanton Basel-Land. Das ist ein ganz alter Stein, verwittert. Es ist noch speziell hier mit dieser Grenzlinie, mit diesen uralten Fruchtbäumen, alle verschieden verwittert. Und wenn ich so dort schaue, macht es so einen mediterranen Eindruck mit diesen Föhren. Wir haben wieder einen Grenzstein gefunden, diesmal einen modernen von 2010. Basel-Land. Und jetzt, wenn wir auf der anderen Seite schauen, haben wir schon den Jura. Das ist die St. Martinskirche von Roggenburg. Das Spezielle daran ist, dass sie, wo sie renoviert worden ist, dass sie hier hinter dem Verputz ganz alte Fresken gefunden haben. Und die Fresken scheint es korrespondieren mit einer Kirche in Oltigen, in Oldenk. Und das muss der gleiche Maler gewesen sein, der das gemalt hat. Ja, jetzt geht es ein Stück durch den Wald und wir nähern uns dem historischen Höhepunkt dieser Wanderung, der Ruine Löwenburg. Die Ruine Löwenburg ist vor über 1000 Jahren erstellt worden von einem Adelsgeschlecht aus dem Sundgau, aus dem Elsass. Jetzt steigen wir ab zum ehemaligen Kloster Löwenburg. Nach 10 Minuten Wanderzeit haben wir sie schon vor uns. Die Löwenburg, ehemaliges Zisterzienserkloster. Heute ist die Löwenburg ein Bio-Gutsbetrieb der Christoph-Merian-Stiftung. Der Gutshof ist der erste in der Schweiz, der Mutterkuhhaltung hat. Wir haben Naturschulen, wo Kinder und Jugendliche können einiges lernen über die Natur, Wildkräuter, Sterne, wie man Brot backt. Es hat ein kleines Museum mit prähistorischen Funden aus der Gegend. Europaweit war hier der grösste Silex-Abbau. Silex, Feuerstein, wo man Werkzeuge, Schmuck und Sachen daraus gemacht hat, findet man im Museum. Unsere letzte Etappe hat angefangen. Wir laufen in Richtung von unserem Restaurant Neumühle. Wir schleppen uns nur die letzten paar Meter und wir sehen schon das Restaurant, unser Restaurant. Vorbei an dem schönen Teich von der Christoph-Merian-Stiftung und wir freuen uns auf etwas Gutes zu essen und zu trinken. Das ist unsere Neumühle.
Wir sind nicht nur ein Bio-Restaurant mit schöner Frischküche und frischen Forellen aus dem eigenen Teich. Wenn die Wanderer miet sind, können sie bei uns auch übernachten. Wir haben 10 Hotelzimmer, 22 Betten und es ist wunderbar ruhig und still zur Nacht und Sterne leuchten. Ich bin hier gerade am Hauptgang machen, am Hirsch. Wie man sieht, nebenan noch am Kürbisgnocchi machen. Dann haben wir hier den Hirsch, und ich jetzt hier bin, noch am Parieren. Also das ist jetzt rein optisch. Und nachher tue ich den Hirsch Rücken anbraten und kommt dann noch in den Ofen. Und was sehr wichtig ist beim Hirsch oder allgemein beim Wild, ist, dass man es nicht zu lange noch stehen kann, wenn es gut ist, weil sonst wird es trocken. Und die Gnocchi, die gehen jetzt so ca. 2 bis 3 Minuten in das siedende Wasser. Und jetzt sind wir die Vorspeise anrichten. Das ist Hirschterrine mit einem Hirschfilet. Das ist Äpfel, Selleriemus und Zwetschgen-Chutney und mit einem kleinen Blattsalat. Der Hirsch, den habe ich jetzt fertig. Was aber noch ist, das ist eigentlich das Allerwichtigste vom Ganzen, wenn man Fleisch zubereitet, ist, dass man ihn noch abstehen muss. Das heisst, man nimmt ihn aus der Wärme, dass sich der Saft komplett nach dem Fleisch verteilen kann. Wir haben alles knospenzertifizierte Produkte, weil für uns ist es gar nie in Frage gestanden, etwas anderes zu wählen als die bewusste und die nachhaltige Ernährung oder die nachhaltige Art von etwas anbauen. Ein weiteres Thema sind bei uns natürlich die frischen Forellen. Die kriegen wir von einer Bio-Fischzucht aus dem Aargau. Wir haben die bei uns in einem Deich, wo wir sie nachher leben können, in einen Fischtank machen und so den Gästen sehr frisch servieren. Also, wir haben ja gerade frisch die Forelle blau gemacht, frisch aus dem Sud. Das heisst, wenn sie frisch ist, dann krümmt sie sich. Das heisst, sie ist nicht gerade, das Maul ist offen. Es ist meistens ein bisschen brüchig, es sieht vielleicht nicht so schön aus. Aber dafür ist es sehr frisch und geschmacklich natürlich top. Wir hoffen, dass wir euch lustig gemacht haben auf die Wanderung. Die Wanderung zu unserer frühen, frischen Forelle. Genau, wie gesagt, die gibt es immer das ganze Jahr durch. Und im Herbst, ab September, Anfang September, haben wir dann auch den Hirsch von der Silberdistel auf unsere Karte. Ade, auf Wiedersehen.